Nicht wundern, ich frühstücke noch nebenbei, während ich das Video aufnehme. Es ist früh morgens, Leute. Dennoch ist das hier heute der erste Teil des Adventskalenders. Also nicht, weil heute der 1. Dezember, also der erste Teil, an dem man ein Adventskalender-Türchen aufmachen würde, ist, sondern weil heute der erste Advent ist. Und hiermit beginnt auch UX Charlies Adventskalender. Mit 4 Videos. Normalerweise spreche ich ja immer über irgendwelche Leute, die mich richtig abfucken oder mit deren Ideologien oder Aussagen ich meistens nicht hundertprozentig auf einen Nenner komme. Sagen wir es so, ja. Aber ich habe mir gedacht, zum Ende des Jahres thematisiere ich oder gebe ich einfach mal Leuten eine Plattform hier auf diesem Kanal, die ich feiere. Also Personen oder Personengruppen, die mich in diesem Jahr 2018 eben besonders... Ich habe an meinen Monitor gespuckt. Also Personen oder Personengruppen, die mich in diesem Jahr 2018 also eben besonders fasziniert oder irgendwie auch geprägt haben. Also praktisch meine Top 4 Influencer von 2018, obwohl nur die Person, über die ich gleich sprechen werde, Instagram haben. Boah, das Wasser sieht irgendwie so kalt aus. Bin ich der Einzige, der das denkt? Und zwar CSB bzw. Cinema Strikes Alfie. Und zwar sprechen wir heute über CSB bzw. Cinema Strikes Back. Der Kanal wird von 3 Typen, die gemeinsam auch befreundet sind, gemacht. Und ich habe hier die erste. UX Charlie Spicy. Uno. Erstmal nachladen innerhalb der Kicker. Los. Tres. Wallo. Aha, ne. Der Kanal wird von 3 Typen geleitet, die gemeinsam auch schon vorher den Filmkanal Die Filmfabrik im Mediakraft-Netzwerk gemacht haben. Und als sie eben noch Angestellte von Mediakraft waren, kam ich immer so 2016, 2017 nach Hause und ich war dann immer so richtig müde, aber hab's noch geschafft, die neueste Folge Game of Thrones zu schauen. Und danach bin ich dann immer zu deren Podcast eingeschlafen. Wirklich, es gab nichts Geileres. Also jetzt, ich denke, ich war immer bis spät nachts in der Schule, also ich meine, also... Das ist ja wohl klar. Sondern so mittagsstundemäßig, sag ich mal, ja. Immer schön neueste Folge Game of Thrones schauen und danach den Podcast, in dem sie nochmal über die ganze Folge sprechen, anhören. Und einfach so deren Gedanken zu hören, wie sie so die Folge erlebt haben und so, das war immer richtig nice. Oha. Ich habe mich aber damals sehr viel mehr für Game of Thrones interessiert, beziehungsweise für die Game of Thrones Videos, anstatt für den Kanal Die Filmfabrik oder den Leuten, die dahinter stecken, sag ich mal. One by IKEA. Zumal haben die schon damals meine Ansichten so auf Game of Thrones maßgeblich geprägt. Also ich habe wirklich gedacht, vorher ist es einfach nur so eine sehr komplexe und komplizierte Geschichte mit sehr vielen Geheimnissen im Hintergrund. Aber viele Geheimnisse und Charaktere und Hintergrundgeschichten und so, die werden halt nicht in der Serie erzählt, sondern eben in den Büchern. Und diese Bücher haben sie halt perfekt als YouTube-Videos umgesetzt, sodass man es wirklich unglaublich interessant findet, sich wirklich eine Stunde über irgendeine Fantasy-Scheiße sowas anzugucken. Also die können halt super gut Sachen, die inhaltlich auf dem Blatt Papier gedruckt sind, visualisieren. Sage ich einfach mal. Das liegt natürlich an Jonas, denn der kann Ton schneiden. Der macht halt so die technischen Sachen, aber ist halt so für das Visuelle, sage ich einfach mal, so bei den zuständig. Dann gibt es doch noch Alper, der ist so praktisch so der Moderator, kann man schon fast sagen. Oder halt so der, der die Texte dann einspricht und halt vorträgt. Also ich meine, er ist Rapper, was erwartet man da auch anders? Alfie. Und der dritte im Team ist Marius, der ist einfach nur alt. Und er macht halt auch so das Social Media von denen und schreibt auch, glaube ich, ab und an bei den Texten so mit dabei. Also ist halt so Hilfskraft, nenne ich das jetzt einfach mal so. Obwohl deren Kanal Die Filmfabrik damals richtig gut lief und sie sich praktisch über die mehrere Jahre sehr viel Following aufgebaut haben, haben sie sich denn doch dazu entschlossen, zu Funk zu gehen und den Kanal, da der ja eben an Mediakraft gebunden ist, also rechtlich gesehen, hinter sich zu lassen und praktisch alles aufzugeben, wofür sie halt die letzten Jahre so Social Media technisch gearbeitet haben. Einfach nur, um ihr eigenes Ding zu machen, beziehungsweise mehr kreativen Freiraum zu haben, für Videos gestalten eben. Also die mussten sich ja ein neues Studio suchen, neues Equipment kaufen, dieses ganze Studio erstmal aufbauen, dann auch noch ein neues inhaltliches Konzept raussuchen. Denn ihr neuer Channel ist nicht nur für Filme da, sondern eben auch für Serien, aber sie thematisieren auch sowas wie Comic. Es ist eben ein Film-, Serien- und Comic-Kanal. So, und ab dieser Entscheidung, diesen ganzen Aufwand auf sich zu nehmen, nur um mehr kreativen Freiraum zu erlangen, habe ich mich dann gedacht, was sind das denn für Menschen hinter diesem Kanal? Ich habe mich sehr viel mehr für diesen menschlichen Aspekt interessiert halt auch. Und dieser Kanal ist wirklich so unglaublich rund geworden. Obwohl die mehrmals die Woche uploaden, habe ich wirklich jedes einzelne Video von Anfang bis Outro geguckt. Also wirklich, sei es Podcast, sei es Film-News, sei es Filmkritiken, sei es Special-Videos, sei es Video-Essays. Ich habe wirklich alles aufgesogen wie ein Schwamm. Also sie haben innerhalb der Videos wirklich so eine perfekte Mischung aus Seriosität und Humor. Und das ist wirklich auch etwas, was ich selbst anstrebe, denn ich meine, bei mir ist meistens das eine ein bisschen mehr als das andere. Und das in nicht gerade gutem Gleichgewicht. Und das ist irgendwie auch das, was ich so selbst für meinen Kanal anstrebe, denn meistens überwiegt das andere doch etwas mehr als das andere. Und schon wieder die Killcam. Ajax wasted. Enemy. Damn.
Aber die bringen halt im Gegensatz zu mir jede Woche mehrere Videos raus, die wirklich nie scheiße sind. Ich schaue jedes einzelne Video und nie ist eins, wo ich mir denke, das ist ja mal langweilig. Also praktisch das Gegenteil von Scorpion Plays. Nicht nur, weil Cinema Strikes Back mich einfach nur für Filme begeistert und sie mich in anderen Blickwinkeln sehen lässt, die ich vorher noch nie in meinem Leben so gesehen habe, sind sie eben mein Lieblingskanal 2018, sondern eben auch, weil sie auch irgendwie auch zeigen, wie geilen Content man auf YouTube bringen kann, wenn man als kreatives Team einfach zusammenarbeitet, sich gut versteht und einfach ehrliche, geile Scheiße macht. Das ist doch, es gibt doch nichts Geileres. Das auch noch so hochfrequentiert, dass man wirklich mehrere Videos die Woche hochladen kann, die auch noch geil sind. Ich meine, come on, was ist das? Also Cinema Strikes Back ist nicht nur mein absolutes YouTube-Vorbild, sondern eben auch teilweise eben auch künstlerisch. Ich habe jetzt einfach mal YouTube-Videos als Kunst bezeichnet. Es tut mir im Nachhinein nicht leid. Wenn euch diese Videoserie schon mal im Ansatz gefällt, dann gebt doch unbedingt eine Bewertung auf dieses Video ab. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr so vielleicht von Cinema Strikes Back haltet oder was so euer Lieblingskanal 2018 auf YouTube ist, war, ist. So, und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder hier auf OX Charlie mit mir, dem OX Charlie. Und ich sympathisiere natürlich nicht nur mit Alper, weil er nach einem neuen Lebensabschnitt deutlich zugenommen hat. Shoutout.